Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar nach dem gestrigen FED-Event zum heutigen Donnerstag, 30. April, letzter Handelsmonat, letzter Handelstag im Handelsmonat, so rum. Und wir haben gestern hier bereits schon Euro-US-Dollar besprochen. Und da ich ja weiß, dass das Währungspaar das beliebteste Anlagevehikel im Anlageuniversum ist, möchte ich auch heute nochmal auf den Euro eingehen, eben aufgrund der gestrigen Geschehnisse, sicherlich auch für Sie von Interesse, da ich ja dann ansonsten auch immer wieder gern andere Paare durchnehme. Aber wir sehen auch hier in der Heatmap heute den Euro auf breiter Front ganz vorn dabei. Also hier starke Gewinne, insbesondere beim Euro gegenüber dem Australdollar. Das zeigt sich auch dahingehend, dass der Australdollar heute schwach unterwegs ist. Der Aussie jüngst mit einem neuen Tagestief sichtlich nach unten gelaufen heute. Also gar keine starke Vorstellung, entgegen dem aber hier der Euro förmlich nach oben prescht und das eben gegenüber den wichtigsten Währungspaaren. Nachher kommen noch Euro-Schweizer Franken gleich mal in die Beschau, um sozusagen das Bild zum Euro ein Stück weit abzurunden. Wollen doch mal sehen, was sich da ergibt. Doch jetzt hier zunächst zum ja, beliebtesten Währungspaar schlechthin. Wir sehen hier die aktuelle Wochenkerze, sicherlich noch nicht rum, die Handelswoche, aber wir sehen hier diese enorme Dynamik, diesen enormen Ausbruch über das Widerstandslevel 1.1035. Und jetzt, meine lieben Zuschauer, ist im Prinzip der Startschuss gefallen für eine Performance in Richtung 1.14. Hier haben wir das nächste Widerstandslevel in der Zone um 1.14. Wir haben auch hier den EMA 20 kommen auf Wochenbasis. Das ist der bei 1.1284. Der dürfte meines Erachtens aber nur ein marginaler Widerstand sein. Dennoch haben wir hier im Bereich zwischen 1.13 und 1.14 hier eine Widerstandszone, die zunächst dann hier den Euro leicht bremsen könnte. Das zunächst nur kurzfristiger Natur in meinen Augen, denn aufgrund der jüngsten Impulsbewegungen, wir sehen hier nach wie vor auch die positive Divergenz beim RSI-Oszillator, sind meines Erachtens weitere Preissteigerungen zu erwarten. Die COT-Daten sprechen dafür, also hier der Abbau der Terminkontrakte in den USA. Hier hatten ja sowohl die Großspekulanten als auch die Commercials, also hier die Hedger im klassischen Sinne, Extrempositionierung aufgebaut, die sie sicherlich jetzt abbauen dürften. Das begünstigt auch eine solche Bewegung nach oben. Und jetzt darf man eben mal hier sehen, wie die Reise noch weitergeht. Euro-US-Dollar, also hier mit Potenzial, das ist nicht von der Hand zu weisen sozusagen. Und wenn wir jetzt mal auf die Saisonalität blicken vom Währungspaar, das dürfte dem interessierten Zuschauer sicherlich keine Neuheit sein. Also der Zuschauer, der das Devisenradar schon häufiger genießt, weiß ja, dass wir auch hier immer wieder die Saisonalität ins Spiel bringen. Und ich möchte Ihnen jetzt hier mal die Saisonalitäten mit Blick auf die kommenden 200 Handelstage zeigen. Da sehen wir hier ein Local Low im Mai, möglicherweise. Das können wir aber aufgrund der starken Abwärtsbewegung während der letzten Monate ohnehin schon gesehen haben. Wir haben aber hier seit Mai oder ab Mai natürlich nicht exponentiell steigend, aber tendenziell mit kleinen Dellen eine saisonal bullische Phase vor uns. Euro-US-Dollar also in einer Phase der Aufwertung nicht nur technischer Struktur, sondern auch saisonaler und das spätestens eben ab Mai, Schrägstrich Mitte Mai, sollte Euro-US-Dollar hier weiter nach oben aufdrehen können. Schauen wir uns das mal im Tagesschart an, was sich gestern getan hat. Hier die ja, Reaktion gestern. Es wurde ja auch erwartet, wir hatten das beim JFD Live Trading nochmal kurz im Fokus, dass wir hier mit dem Ausbruch über 1.1035 jetzt, wie gesagt, kurzfristiges Potenzial bereithalten, hier in die Zone um 1.13. Das ist hier auf Tagesbasis das erste Widerstandslevel und hier sehen Sie im Prinzip die Stauzone, die sich auf Wochenbasis ergibt. Also hier ein Stück weit tiefer im Bereich 1.14, 1.13, das ist auf Wochenbasis das Level, was es jetzt hier anzusteuern gilt, was jetzt hier letztlich das nächste kurzfristige Ziellevel darstellt. Darüber hinaus muss man dann sehen, was hier im Bereich 1.1550 passiert. Da haben wir hier horizontal kommend vom Januar eine kleine Zone, eine kleine Stauzone, die hier Price Action verspricht. Zudem dann hier auch, das sehen Sie an diesem Pfeil, die obere Trendlinie. Eine gebrochene Aufwärtstrendlinie verläuft. Das könnte hier zumindest ein kleiner Impulsgeber dafür sein, dass das Währungspaar eine Verschnaufpause einlegt. Aber letztlich das Sentiment, das Bild aktuell sehr, sehr positiv zu werten, insofern, dass wir hier weitere Aufwärtsimpulse erleben dürften. Schauen wir nochmal hier auf den Stundenchart, auf die heutigen Geschehnisse. Euro-US-Dollar aktuell gelaufen 88 Pips. Das ist eine Hausnummer, meine lieben Zuschauer, denn im Schnitt bewegt er sich roundabout um die, ja, das schwankt wie gesagt je nach Zeiteinstellung, aber pauschal, wenn man das mal so ausdrücken darf, bewegt sich Euro-US-Dollar im Schnitt so um die 120 Pips. Und da haben wir jetzt nicht mehr viel zu erwarten, aber gestern war ja auch ein Overday, ein Overrange-Day. 228 Pips standen da auf der Uhr. Und wenn wir uns heute oberhalb des Pivot Points halten, also auch Konsolidierungs-
Phasen, die hier bei 1,1088 enden, das ist der Pivot Point, sind hier alle bullisch zu werten. Insofern Rücksetzer scheinen hier Kaufgelegenheiten zu sein. Zumal auch, wenn wir uns den Stundenchart anschauen, wir haben hier diesen strukturellen Aufwärtstrend seit dem 13. April. Ja. Dann haben wir hier diese Supportzone und das darf man natürlich auch durchaus als Pullback-Level ansehen, meine lieben Zuschauer. Wenn der Euro-US-Dollar hier nochmal in Richtung 1,1050, 1,1030 zurückgehen sollte, ich rechne nicht damit, dass das heute passiert, aber man weiß ja nie, wenn das für die nächsten Tage mal kommt, dann wäre das hier sicherlich eine sehr, sehr interessante Zone, um hier im Pullback-Sinne einzusteigen, um auf eine Aufwärtsbewegung zu spekulieren, also eine weitere Aufwertung des Euros, sprich eine US-Dollar-Schwäche, sollte man hier durchaus im Kalkül haben. Wir haben jetzt hier oben im Prinzip die Resistance Levels noch offen. Können wir gut vorstellen, dass wir heute 1,1215 auch sehen, insbesondere wenn wir das gestrige Tageshoch hier überwinden. Aber Vorsicht, aufgrund der gestrigen starken Bewegungen, Konsolidierungsimpulse können jederzeit auftauchen. Und wenn sie denn auftauchen, dann ist hier mein Rat an dieser Stelle durchaus Pullbacks beobachten, wenn sie auftauchen, einsammeln, mitnehmen. Und dann entsprechend hier auf mögliche Long-Engagements setzen. Euro-US-Dollar in meinen Augen jetzt hier in einem bullischen Fahrwasser. Der US-Dollar-Index dürfte hier noch ein Stück weit zurückschnaufen oder zurücksetzen. Das beweisen auch die vielen US-Dollar-Pairs, US-Dollar-Cut, US-Dollar-Schwarzer Franken, alle durch die Bank angezählt. Insofern eigentlich eine ganz gute Voraussetzung. Warten wir ab, was der Markt uns noch bietet. Das wäre es für heute gewesen für den JFD-Devisenradar. Wir schalten dann am Montag wieder ein, morgen ist Feiertag. Ich wünsche Ihnen erstmal noch einen schönen Resthandelstag. Beste Grüße in den Äther, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.